komm in den Kiez und du wirst sehen, wir sind G's, Mann. Machen dein kleinen G-Spot zu nem Schießstand. Das Drama, das wir bringen, das Drama, das wir bringen, steht nicht in Büchern. Jo, hallo zum dritten Teil von den Studio-Quick-Tipps. Heute soll es um die Lädzeiten gehen. Wie ihr gerade gehört habt, das war Dean Dawson aus einem Lied von Autodidakt, auch von der EP, die bald erscheint. Und zwar soll es da heute mal um eben dieses Delay gehen. Und zwar spiele ich euch die Spur nochmal solo vor. Da hört ihr das ein bisschen hin und her wackeln. Komm in den Kiez und du wirst sehen, wir sind G's, Mann. Ihr merkt, es bewegt sich ein bisschen von links und rechts. Und zwar habe ich hier ein Ping-Pong-Delay. Das liegt hier auf dem Bus. Wo haben wir es da? Ein Ping-Pong-Delay kommt dadurch zustande, dass man also ein Monosignal in einen Bus jagt, einen Stereobus mit einem Stereo-Delay und dort für beide Seiten unterschiedliche Werte einstellt. Üblicherweise auf einer Seite den doppelten Wert von der anderen, beziehungsweise den halben Wert von der anderen, analog umgekehrt. Dadurch bewegt sich das halt von links nach rechts. Wir haben hier ein Songtempo eingestellt. Wie man das rausfindet und einstellt, zeige ich euch im nächsten Video übrigens. Hier ist es schon am Tempo synchronisiert. Ja? Also hier kann ich einfach Notenwerte einstellen. Wie kriege ich aber die Notenwerte jetzt zum Beispiel raus? Egal, ob sie für normale Delays oder zum Beispiel hier für so ein Pre-Delay bei einem Hall. Wie rechnet man das aus? Warum ist das wichtig? Wichtig ist es, damit das Delay im Songtempo mitschwingt oder auch der Pre-Delay von einem Hall, das ist einfach wichtig, damit es nicht so verwischt und matschig klingt, sondern im Content mitschwingt, ist es meistens besser, die Sachen am Tempo anzustellen. Und zwar zeige ich euch mal gleich kurz, wie wir das machen. So, und zwar, liebe Freunde der Mathematik, gibt es eine Formel, um Delay-Zeiten ausrechnen zu können. Habe ich mir aufgeschrieben. Und zwar ist das 60.000 durch die BPM-Zahl ist die Delay-Zeit einer Viertelnote. Also 60.000, warum 60.000? 60.000 ist die Anzahl der Millisekunden einer Minute. Und BPM sind die Schläge pro Minute. Dadurch erhält man das Verhältnis, wie lange eine Viertelnote in dem Fall bei dem bestimmten Tempo dauert. Wenn man das mal 4 nimmt, hat man quasi den Wert von einem ganzen Takt. Um euch das nochmal zu veranschaulichen, das lassen wir mal kurz. So. Wir hatten ja hier gerade dieses Delay und hier sind ja die Notenwerte schon eingestellt. Wir können uns das ja mal angucken. Hier 422,54 für eine Viertelnote, hatten wir ja gesagt. Das Tempo hier ist 142. Wenn ich mir das jetzt also mal hochrechne, da haben wir es sowieso, das war noch was anderes. Warte mal, zack, kommen wir hier wieder auf. So, 60.000 durch 142, zack, ist 422,535. Also 4 aufgerundet. Das ist genau der Wert einer Viertelnote. Wie gesagt, mal 4, zack, so lange geht ein gesamter Takt bei 142 BPM, geht der 1,69.14 Sekunden sozusagen, oder 141. Ja. So, und dann so könnt ihr quasi, wenn ihr keine Möglichkeiten habt, das synchron am Songtempo einzustellen, könnt ihr so die Werte berechnen. Jetzt zeige ich euch noch mal ganz kurz, wie das Sinn macht bei Zeiten für ein Pre-Delay. So, und dann zeige ich euch noch mal ganz kurz, wie man das benutzen kann, auch diese Werte bei einem Pre-Delay für einen Hall. Und zwar sagt der Pre-Delay bei einem Hall ja, wann die Hallfahne einsetzt. Also es gibt das Verhältnis wieder, die Zeit, die vergeht zwischen dem Direktsignal, das eintrifft, und den ersten Reflexionen. Also das Pre-Delay ist die Vorverzögerung zu den ersten Reflexionen. Je dichter ein Signal, das ist ein bisschen, klingt unlogisch, aber es ist, wenn man darüber nachdenkt, genau logisch. Je dichter ein Signal an mir dran ist, desto länger ist die Pre-Delay-Zeit, weil das Direktsignal ja sehr schnell bei mir ist, während hingegen die erste Reflexion ein bisschen braucht. Wenn jemand weiter weg ist, dann ist dieses Pre-Delay, also diese Zeitversetzung zwischen dem Direktsignal und den ersten Reflexionen, schon geringer. Also ein hohes Pre-Delay für Sachen, die dichter dran sein sollen. Und ein kürzeres Pre-Delay für Sachen, die weiter weg sein sollen. Was macht das genau? Ich zeige euch das mal mit extremen Einstellungen jetzt hier, wie das dann später einsetzt. Komm in mein Kiez, ich will sehen, wie du Beef machst. Ich zieh was und du liest flach, aus dir fließt, weil spring je. Merkt ihr, setzt der Hall erst später ein. Und so haben wir das ja auch genauso gemacht. Das war 60.000, hoch. 60.000 durch das Songtempo, dann hatten wir die Viertelnote und dann habe ich, glaube ich, nochmal durch 32 geteilt, ne? Genau, 13
Millisekunden sind das. Das ist eine 128. Note. Diese Predelays für Hals sind natürlich meistens relativ kurz. Da kann man auch eine ganze Menge Sachen mitmachen. Ja, dann wisst ihr jetzt erstmal über Haltzeiten und wie man die berechnet Bescheid. Und dann geht es morgen weiter mit, wie wir die BPM-Zahl von einem Beat rausfinden und wie wir das in unser Projekt integrieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.